Servus und habet jare. Schön, dass ihr wieder reinschaut und einen schönen guten Morgen aus Honecker. Jawohl, wir haben hier Einkehr gefunden und zwar in Honecker. Ah, das reimt sich. Was ich reimt, ist gut, aber bevor wir loslegen, loslegen, würde ich sagen, holt euch was zum Trinken, macht es euch gemütlich und dann legen wir los und schinden den Esel wieder ein bisschen. Genau, wir sind in Honecker, wir sind hier an der Schenke. Ich bin gerade vor ein paar Minuten eingeritten. Es geht hier gerade mal so ein bisschen los. Die Leute kehren ein und so eins brauche ich für meine kleine Stadt auch. Eine Schenke unbedingt. Da machen wir dann auch so einen Vorplatz. Mit ein paar Tischen. Ehrlich, so stelle ich mir das etwa vor. Aber ich würde sagen, wir flacken uns hierher. Darauf und dann halt. Zack, eine Runde hinflacken. Wir hauen uns jetzt was zum Essen am Dorn. Und zwar eine Gemüsesuppe. Ich habe mir nämlich Gemüsesuppe mitgenommen. Zack. Und somit sind wir voll. Es gab zwei Teller voll. Aufstehen und losgehen. Wir holen uns nämlich jetzt. Es tut mir leid, ich lasse dich hier, gell? Na gut, da. Ich lasse dich hier. Nicht, dass du hier, ne? Okay. Eifersüchtig wirst. So, wir haben ein bisschen Geld dabei. Das ist die Frage. Holen wir uns zwei Junge? Ne? Oder holen wir uns unseren Hengsten und eine Weibel. Gute Frage, gell? Aber ich glaube, es wird nicht schon, oder? Ja. Ich glaube schon. Komm her. Du kehrst jetzt mir in den Stall. Leerer Slot. Tada! Wir haben nur noch 170 Münzen. Aber der Bub wäre ja nicht der Bub, wenn er nicht ein bisschen was in der Hinterhand hätte. Wir müssen mal schnell schauen. Ich habe nämlich noch ein bisschen was zum Verkaufen. Bist du hier mein? Ja. Strohgummier, zeig mir deine Waren. Schau mal, ich habe dabei. Irgendwo habe ich da noch. Ach. Die verkauft man. Die Eisenachs behalten wir uns. Die zwei Schalen verkauft man. Du musst jetzt da, lebewohl. Jetzt pass auf. Ich habe ja da was. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal da schnell in meinen Esel. Denn da müsste was drin sein. Und zwar einmal die 10 Stiefel. Zack. Und die 91 Tonflaschen. Haben wir sonst noch was? Nö. Den Rest lassen wir alles hier. Denn das ist alles sowas, was man braucht für irgendwelche Quests. Genau. Super. Dann auf. Strohgummi hier. Bist du das? Jupp. Du bist der Strohgummi. Jetzt. Strohgummi. Hallo. Na? Whatever you need, I've got it. Jo, das ist schön, dass du das hast. Und das heißt wiederum, wir hauen da alles weg. Da, die Dips. So, aber das reicht nicht. Das reicht nicht 2200. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen was. Warte mal, hier in der Schenke haben wir ja auch noch jemanden hinterm Tresen. Der dürfte, ja. Nö. Aber da hinten ist der Bergarbeiter. Ja, hier. Ha? Der Bosnan. Bosnan. Zeig mal deine Waren. Ja, da bin ich mir sicher. Aber ich muss ja hier was verkaufen. So. 3400. Das wird nicht reichen. Wir brauchen 5000. Schade. Aber wir haben ein bisschen Geld. Somit werden wir das bald in Angriff nehmen. Und uns wahrscheinlich nächstes Jahr dann ein weiteres Pferd kaufen. Wie sieht's denn aus? Wir haben 3400 Münzen. Und ich muss heim. Ich habe schon gesehen. Der Kasimir, du wärst eigentlich genau der Richtige. Aber ich glaube, ich kann dich nicht mitnehmen, gell? Nee,
Ich brauche 4500. Have a good day. Wir haben erst 4000. Okay, Wasser läuft. Essen habe ich auch gemacht. Sollte auch passen. Und dann geht's auf. So, wir wieder rauf auf den Esel und dann geht's zurück. Wir haben jetzt einen Hengsten. Einen echt coolen Hengsten. Na, natürlich da mal wieder zurückreiten. Warte mal, bin ich hier richtig? Wir markieren uns mal kurz. Hier. Da müssen wir hin. Da wollen wir hin. Auf. So. Das heißt, wir rumpeln da mal geradeaus. Dann schlagen wir einen Weg ein und dann geht es immer ganz gemütlich dahin. Hier drüber. Fuchs, geh auf Zeiten, sonst gehst du Katz. Ups. So. Sehr schön. Da haben wir einen Dachs. Den, glaube ich, haben wir schon gejagt. Gell? Einen Dachs haben wir schon, ja. Ziemlich sicher. So, hier durch, weil da gibt es irgendwo jetzt dann Wölfe. Müssen wir mal schauen. Hier lang. Ah, oh, das sieht noch gut aus. Da ist nichts. Da lässt sich... Da oben drüber. Genau. Läuft direkt der Weg. Hängen geblieben. Ausgezeichnet. Hier hoch. Dann rechts rum. An der Mine vorbei. Aha. Da sind Gott sei Dank jetzt keine Bären mehr. Und dann hier oben rüber. Und dann sind wir auch gleich zu Hause. Und dann starten wir unseren Hengsten aus. Jawohl. Du, Esel, mach keinen Scheiß. Genau. So. Dann wäre es ja fast ganz geschickt, wenn ich mir einen zweiten Stall baue. Einen für den Esel und dessen Zucht und einen für unsere Pferdezucht. Ja, ich denke, ich habe da einen Plan. So, Pi mal Daumen. Gut, aber jetzt geht es erstmal heim. Jetzt wird erst einmal das Pferd ausgestattet. Denn ich glaube, das Pferd hat einen Nachteil, es trägt weniger als der Esel. Aber da gucken wir jetzt gleich mal nach. Ich glaube, hier sind wir bei 75 Kilo. Ah, da gehen die Leute ganz brav, gehen sie da arbeiten. Ich glaube, wir haben noch gar nicht so spät. Genau, es ist erst 9 Uhr. Das heißt, wir sind noch voll im Soll. Ah. Das reimt sich, aber sich reimt es gut hier oben rum. Schauen wir mal. Wenn der Wald nicht mehr existieren würde, dann würden wir jetzt hier schon auf unser Dörfchen schauen können. Oder? Hier kann man schon runterschauen, Schatz. Da haben wir schon unseren Hopfen. Apropos, da müssen wir auch mal schauen. Da ist die Brotzeitecke. Oh ja, wir brauchen ja noch Hopfen. Sehr schön. Die düngen ganz fleißig. Ihr seid die Besten. Habe ich euch das schon mal gesagt. So, dann hier rum. Und dann geht's auf. Ja, sind wir noch mit seiner Fackel unterwegs. Halt, da außen rundum um unser Tiergehege, weil da ist jetzt mittlerweile so viel los, dass man da gar nicht mehr durchkommt. So. Hier irgendwo hupft er rum. Der Bursch, da steht er. Da steht er. So. Ich weiß, es tut mir furchtbar leid. Das sind 75 Kilo. Ich klaue dir mal kurz die Satteltasche und den Sattel. Interessant. Was ist jetzt mit den restlichen Sachen? Die sind in der Satteltasche drin, gell? Ah. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder sind die jetzt einfach weg? Weil ich hatte ja theoretisch ein paar Sachen da drüben. Genau. Gehen wir auf. X
Transfer zum Pferd. Nee. H zum Reittier wechseln. Aber der Esel ist nicht mehr mein Reittier. Oh. Oh. Stopp. Wassereimer, Bronzeaxt. Da ist irgendwas schief gegangen. Jetzt pass mal auf. So, muss ich den ganz ausräumen, oder? Ich glaube, ich muss den ganz ausräumen. Kann durchaus sein. Okay. Also, wir machen zum Reittier wechseln. F, E, ach. I, H, so. X. Da haben wir jetzt X. X ist zum Transfer zum Charakter. Zack. Also ein bisschen umständlich, weil ich natürlich einiges da habe. Ja, genau. Es ist echt umständlich. Weißt du was, wir machen es so. Es geht viel schneller. Meine Bronzeaxt. Meine Bronzeaxt. Kupferhammer, Leder, Pelz, Rockenkorn, Stöcke, Roh, Trinkschlauch, Weizenkorn. So. Hengst. E. Satteln. Plopp. Sehr schön. Also. Du kannst 20 Kilo und mit der großen Satteltasche kannst du dann was? Große Satteltasche. Wir gucken mal. 45 Kilo. 65, gell? Der kann 10 Kilo weniger. Aber er wäre halt viel schneller. Weißt du was? Du darfst jetzt deswegen trotzdem Haferkorn. Du darfst ja dann weniger Holzstämme. Da muss man halt ein bisschen Holzstämme machen. Kupferhammer. Leder. Pelz. Stroh. Weizenkorn. Das sind so die Körner. Das haben wir auch rein. Aber 65 Kilo. Ich weiß gar nicht, warum wir... Der war ja bei weitem nicht überladen, der Kerle. Okay, naja, egal. Wir sind guter Dinge. Rockenkorn kommt noch rüber. Dann haben wir so ein bisschen was, zumindest Stein fehlt noch und Balken. Aber ich möchte jetzt was probieren. Und zwar rauf aufs Hotte Hü. Komm, raus hier. Yeah. Na, mein Gutster. Muss mal schnell runter vor dir. Warte mal. Ich brauche einfach ein cooles Bild von dir. Yeah. Das ist ja mal richtig nice. Oh mein. Und am Esel. Am Esel geht's nicht gut. Tut mir leid, mein Gutster. Aber er ist halt einfach schneller. Er ist einfach viel schneller. Er ist einfach der Wahnsinn. Man sieht es hier, wir sind halt echt viel flotter unterwegs. Boah. Lässt sich immer noch schwieriger, bei weitem schwieriger lenken und steuern als Ding. Aber schaut euch das mal an. Und jetzt habe ich noch nicht einmal, warte mal, ich habe noch nicht einmal. Wir können ja noch die Hufeisen anlegen, das sind ja noch mal 10%, oder? Dann erhöht sich die Ausdauer deines Reittiers, okay. Aber das ist eigentlich eh wurscht, weil wenn man die Maus nicht benutzt beim Reiten, kann man die zwei Tasten nehmen und dann ist es mit der Ausdauer. Halt, da waren zwei Säcke. Halt, mein Gutster. Geh mal da.
liegen im Graben zwei Säcke. Gleich wieder da. Oder täuscht es? Nee, Tatsache. Hopfen. Tierfutter. Mein Gutster, das ist wichtig, damit du gut und groß und stark bleibst. So, wir trinken gleich noch einen Schluck. Komm mal her. So, und dann geht's weiter. Wir machen jetzt noch ein paar Quests. Ha? Machen jetzt noch ein paar Quests. Damit wir noch ein bisschen... So, jetzt aber. Auf geht's. Wir machen jetzt Stopp. Stopp. Wir schauen erstmal auf die Map. Vor lauter Begeisterung. Ab nach Delica. Zack. Da querfällt ein. Darüber. Und hoch. Also jetzt musst du rutschen. Jetzt kommt nämlich hier mit meinem Nerv-Gerät. Der Gerät. Der Wahnsinn. Das ist einmal richtig cool. Also da, glaube ich, verfolgt uns so schnell nix. Wieder mal mehr Bär, nix, gar nix. Wir haben da Wahnsinn. Wir haben so flott. Selbst der Luchs. Selbst ein Luchs holen wir ein. Aha. So. Ja. So mal das sehen. Das gefällt mir. So. Oh. Da hat natürlich einen längeren Bremswert, ja. Willst du einen Seitenaufprallschutz und einen Front-Airbag? Ja? Passt. Läuft. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, nee, du nicht. Da drin. Da drin haben wir jemanden. Habe ich die Idee? Albrecht. Kann ich dir bei was helfen? Ja. Mein Haus renovieren. Na klar, kriegen wir hin. Das machen wir jetzt gleich hier. Was haben wir noch? Da drüben. Ah, wir haben wieder irgendwelche Wolle. 100 Pro. Ich habe mal wieder... Mathilda, kann ich bei dir was helfen? Wolle dabei. Brauchst du welche? Ich organisiere Wolle für dich. Jetzt pass auf. Halt. Mach's gut. Wir schauen mal schnell. Weil die Wolle, die kriegen wir relativ einfach. Das sind 5 Stück. Dafür gibt's zwar wenig, aber ist egal. My words never disappoint. So, Wolle haben wir gesagt, 5 Stück. Immerhin. 5. Zack. Bestätigen. Escape. Mach's gut. Okay, ja. Hier ist deine Wolle. Dankeschön. Das ging echt einfach. Vielen Dank. So, dann hätten wir das hier. Dann geht's auf und wir gucken noch mal kurz ins Journal. Was haben wir denn hier bei der Holzrenovierung? Ein Kupferhammer. Den haben wir doch dabei. Guck mal her, von Albrecht haben wir einen Kupferhammer raus. Zack. Sehr schön, pass mal auf. Albrecht, wo bist denn? Albrecht, nehmen wir die Hausrenovierung, dann finden wir einen Albrecht. Da. Da ist er. Albrecht, schau mal her. Hier. Hast du den Hammer? Ja, bitte, hier. Vielen Dank, lass mir dir zeigen. Wie du weniger oft auf die Finger hast. Sehr gut, dankeschön. Top. Schau, hinterher, so muss das laufen. Wir nehmen lieber Quests an, die nichts mit Wölfen zu tun haben. Das geht mir eindeutig besser von der Hand. Dann würde ich sagen, Ronika tut geh Baranika. Baranika. So, auf. Beim das geht jetzt so schnell. Also ich kann es nur empfehlen. Halt, da ist ein Wagen, den nehmen wir natürlich noch mit. Oh, da ist gar nichts mehr drin. Ich glaube, den habe ich schon geplündert. So, da ist wieder ein Dachs. So, wieder 2 Dachse. Sind wir denn noch richtig? Ja, wir sind noch richtig. Ab nach Rolnica. Wir heizen über die Präriesteppe. Ich feiere dieses Pferd einfach. Es ist halt einfach Wahnsinn. Man ist zweimal so schnell. Der Esel ist halt einfach... ist halt langsam, gell? So. Mein gutes Dörfchen da oben.
Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier sehe ich schon das Rufzeichen. Yep. Ist irgendwo bei der Scheune. Zack, zack, zack. Komm her. So. Mal runter. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier haben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir gucken mal kurz. Ah nee, ist da drüben. Okay. Haben wir denn hier irgendwas sitzen, was gut wäre? Batumir? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Ja, er wäre gut. Lambert. Aber dazu brauchen wir noch ein bisschen, ne? Bisschen was. Hier. Sie. Oh, was hast denn du? Hallo. Kann ich dir bei etwas helfen? Bewährter Kämpfer aus. Kannst du uns bitte helfen? Worum geht es? Nachts können wir eine schreckliche Heulen. Keine Zeit. Nee. Fürs Geheule bin ich nicht zuständig. Beim nächsten Mal wieder, ne? Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt habe ich Hotte Hü. Muss ich erst einmal eine Runde gasen. So, Putki. Kriegen wir hin. Das geht jetzt. Verdammt flott. Rundum. Ab nach Putki. Da geradeaus durch. So. Schauen wir mal. Da markieren wir uns Tutki. Aber die und ihre ewige Jagerei sollen doch selber jagen gehen. Die haben doch eine, oder? Alle ab. Und rein ins kühle Nass. Sehr schön. Drum, 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 so, oh, da ist die ganze Belegschaft. Grüß Gott. Was? Ja, hier. Was? Nee. Ja, nicht. Have a good day. Aber es muss jemand hier... Ah. Greetings, Stranger. Kann ich dir helfen? Okay. Bedachte mich, als interessiert. Meine Familie ernähren, Vorräte. Was soll das? Bin gleich wieder da. Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn? Stopp, hier, Münder zu füttern. 3 Bären, 4 Fleisch. Es ist mal wieder soweit. Wir haben Sommer, wir können Bären sammeln gehen. Die sind hier eigentlich irgendwo um die Wege. Da brauchen wir nicht allzu weit flitzen, da haben wir hier irgendwo Bären. Uah, ein Bär! Aber die sind eigentlich immer und irgend und überall. Also die sind gefühlt überall. Bären gibt's überall. Da gibt's Hasen. Da, ich wusste's. Irgendwo gibt's Bären. Wir haben Sommer, das heißt, wir sammeln hier ein paar. Und dann ist gut. Zack, 5 Bären, passt. Fleisch habe ich noch in meinem kleinen Ferrari. Also jetzt im Großen. In meinem neuen Gefährt. Boah, ich feiere diesen Hengst. Das könnt ihr gar nicht glauben. Das macht die Reiserei irrsinnig einfach und geschmeidig. So, und haben wir wieder was abgeschlossen. So, komm mal her. Das nehmen wir mal alles mit. So, wo ist sie denn? Die Gutste. Da. Schau mal. Hier. Ich sehe, du hast, was ich brauche. Dieser Beutel Münzen gehört dir. Ja, ich bin eher scharf auf die Reputation. Sehr schön. Eigentlich müsste ich... Wir haben jetzt den 2. Tag. Theoretisch müsste ich das Geheule annehmen und heute Nacht das andere Geheule an und mitnehmen. Aber mir ist es... Nee, ich will jetzt nicht... Ich will einfach jetzt nicht... Genau. So. Dann gucken wir weiter. Ab nach Baranica. Baranica. So. Baranica. Das machen wir jetzt hier durch. Dann geht es immer geradeaus. Ah, super. Wir markieren uns das mal ganz kurz auf der Karte. Damit ich da nicht dran vorbeischieße vor lauter Begeisterung mit unserem Hotte Hü. Genau.
Und dann wird es mal interessant, weil wir müssen uns irgendwann mal auch wieder beim Sambor blicken lassen. Bei dem alten Bazi. Aber da muss ich mal gucken. Ja, will uns wieder was erzählen. Der Sambor. War die Geschichte von der wilden Luzi. So, okay. Dann schauen wir, dass wir dann noch 800 Meter weiterkommen. Und dann sind wir eigentlich... Ah, da können wir oben rüber reiten. Das geht schöner. Sehr gut. Genau, und vor allem, wir haben ja immer kleine Häuser. Das ist mir nämlich letztes Mal erst aufgefallen, als darum geht's aus dem Weg. Jetzt komm ich. Wow. Sachsen die. Oh, mit denen habe ich nicht gerechnet. Ist irgendjemand verletzt? Was hat keiner geschrien? Ah, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Halt, wartet mal. Ich bin, wie gesagt, ich bin an Baranica vorbei. Ich bin es nicht gewöhnt, dass man da so schnell da ist. Ich hätte eigentlich vielleicht anhalten sollen. Das geht so flott. Das ist gigantisch. So, meine Gutsten. Oh, ho, ho. So. Ja. Aha. Bist du warm gelaufen, hä? Gut. Dann schauen wir mal hier. Ich glaube, das ist diese nette Dame, die... Nein, der Junge, der dahinter latscht, hä? Bist du das? Meinert. Kann ich dir bei was helfen? Darf ich dich vielleicht etwas fragen? Was denn? Ich wollte so tun, als wäre ich ein Erwachsener, aber dazu fehlen mir ein paar Dinge. Die meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Okay. Dachte, du kannst... Nur ein gutes... Und ich werde nur Gutes über dich vorbei. Ich bringe, was du willst. Aber du musst versprechen, nichts Dummes damit anzustellen. Okay, was will er denn? Oh, ich hoffe kein... Genau wie Papa... Steinmesser. Ach komm, ein Steinmesser hier. Man kommt ein Speer oder irgendwas. Ein Steinmesser. Ich habe ihn natürlich nicht dabei, gell? Steinmesser. Ich glaube, ein Stein. Zehn. Zwei Steine und irgendwie zehn so Zweige oder so. Das dürfte eigentlich relativ schnell gehen. Sehr gut. Ich glaube, das war's. Da schau an. Auch schon erledigt. Jetzt ist die Frage, ob wir nicht, wo ist er jetzt, der Meinert? Genau wie Papa, ein Steinmesser. Da ist er. Blablabab. Geh mal her. Meinert, hey, pass auf. So. Steck dir doch mal. Pass mal auf. Ich bin schon wieder zurück. Hey. Aber denk dran. Zuerst musst du mir versprechen, aufzupassen und nichts Gefährliches zu tun. Gut, dass du das versprichst, ne? Kann ich jetzt anfangen zu spielen? Ja, bitteschön. Pass nur auf damit und denke daran, was du mir im Gegenzug versprochen hast. Ne? Reputation und Autosave, sehr schön. Jetzt die Frage, wenn ich noch zwei mache. Dann sind wir bei 140, dann sind wir bei 470. Das heißt, ich könnte mir im nächsten... Oh. Soll ich wirklich in Gostovia und in Rolnica nochmal vorbeibremsen und mich der Wölfe annehmen? Oder? Oh, ich will nicht auf die Wolfsjagd. Ah. Oh, die Kräuterhex hat ausgestellt. Magst du die? Da wird nicht geklaut. Das ist doch ein hübsches Pferd. Kannst du sagen, was du machst? Ja. So, rauf aufs Hotte Hü. Und dann geht's ab Richtung Heimat. Oh ja, ich möchte mal oben rumreiten. Mal gucken, wie sich's denn so macht, unser Dorf von Weitem. Und ich könnte dann mal ausmisten, denn hier sind viel zu viele Bäume, halt da lang. Ich denke, es sind hier viel zu viele Bäume im Weg, die einen guten Blick auf unser Dorf darüber
zeigen. Ja, also jetzt nicht die hier auf der Seite, sondern bei uns drüben. Ich denke, ja. So langsam, da ist wieder was. Ah ja. Ja, man sieht schon, also es ist riesig. Es geht wirklich von hier drüben, da wo die Straße losgeht, bis da hinten, wo der letzte Scheune steht. Und da hinten steht auch noch eine Scheune. Es ist wirklich riesig, das Ding. Aber hier müssen wir ein bisschen ausholzen. Da holzen wir mal alles weg hiervon. Vielleicht lassen wir einen Baum stehen. Das sind unsere Dinge. Aber es ist keine klare Sicht nicht drauf. Also es ist ein bisschen diesig. Aber im Winter, wenn es mal richtig schön ist, hauen wir mal da einen Schnappschuss raus. Gut. Wir gehen mal runter. Ich habe nämlich hier was gesehen beim Vorbeizwitschern. Komme ich wieder nicht rundum. Irgendwo hier. Ah, ein paar Steine. Komm. Und Verdorbenes. Ja, sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Und eine Eisenschaufel. Auch gut. Die packen wir am besten gleich noch in unser Lager. So, einmal frisch durch Wasser geritten. Ich muss dann doch hier die ganzen Bäumchen noch ein bisschen ausholzen. Das sind doch ein bisschen viele Bäume auch hier drüben. So. Ah, herrlich. So, dann geht es hier wieder rüber. Dann durch und wieder in den Stall. So. Genau, dann sind wir wieder zurück. Uns geht's eigentlich prima. Also mir geht's jetzt gerade prächtig. Ich habe einen absolut genialen Kauf gemacht. Und wir haben sogar noch ein bisschen Geld übrig. Es sind 3.400. Genial. So, was verbrechen wir noch? Ich würde sagen, wir hauen hier einen Deckel drauf. Die sind schon wieder am Feiern machen hier. Das ist der Wahnsinn. Ich helfe denen jetzt noch ein bisschen beim Ernten, wenn wirklich was wäre, damit die morgen auf jeden Fall gut durchkommen, mit was immer sie auch tun wollen. Dann mache ich jetzt hier einen Deckel drauf und ich würde sagen, ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Runde mit Evil Dynasty. Ciao, ciao.